willkommen zu unserem Gute-Laune-Video. Zur guten Laune gehört Musik natürlich dazu. Und damit das Ganze noch mehr Rhythmus bekommt, gibt's heute die Bastanleitung für eine Rassel. Viel Spaß beim Nachmachen! Für die Rassel heute braucht ihr eine leere Klopapierrolle, zwei Gummibänder, Backpapier, eine Schere, einen Stift, Kleber, hinterher zum Verzieren ein bisschen Geschenkpapier und Steine, Sand oder im Notfall auch ein bisschen Reis. Die leere Klopapierrolle stellt ihr am besten als erstes auf ein Stück Backpapier. Dann malt ihr einen Kreis um die Klopapierrolle rum, sodass der Kreis ein bisschen größer ist als die Klopapierrolle selber. Das Ganze macht ihr zweimal. Jetzt schneidet ihr die Kreise aus dem Backpapier aus. Wenn ihr den Kleber ordentlich drauf verteilt habt, auf der einen Seite der Klopapierrolle, legt ihr nun das Backpapier oben drauf, klappt die Seiten runter und macht das Ganze einmal mit einem Gummiband fest, damit es nicht wegrutscht. Der Kleber ist nun getrocknet und ich suche mir die kleinsten Steine aus, die ich habe, und fülle sie in die Klopapierrolle. Nachdem ich die kleinen Steine nun in die Klopapierrolle gefüllt habe, mache ich dasselbe wie auf der anderen Seite auch. Erst Kleber auf den Rand, dann das Backpapier oben drauf legen, die Seiten umklappen und das, damit das auch wirklich hält beim Trocknen, einmal das Gummiband wieder drumherum wickeln. Auch jetzt müssen wir leider wieder ein klein bisschen warten, bis der Kleber trocken ist. Wenn der Kleber getrocknet ist, macht ihr die Gummibänder ab und schneidet euch dann ein Stück von der Geschenkpapierrolle so ab, dass es genau drumherum passt. Weil ich nicht immer so glatt schneide, habe ich die Sachen an der Seite umgeknickt. So kriege ich einen tollen, glatten Rand. Jetzt kommt der Kleber drauf. Und zwar auf die eine Seite vom Geschenkpapier, auf die Mitte und auf die andere. Das reicht. Wichtig, dass ihr nicht überall Kleber hinschmiert und nicht zu viel verwendet, sonst quetscht es gleich überall raus. Jetzt vorsichtig das Geschenkpapier um die Rolle wickeln, so dass es genau passt. Grundsätzlich klebt es schon mal und dann ein ganz klein bisschen Kleber, nur ein paar kleine Tropfen an das eine Ende vom Papier. Vorsichtig randrücken. Oh, ich habe schon wieder zu viel Kleber genommen. Und damit man das jetzt nicht die ganze Zeit halten kann, könnt ihr nochmal die Gummibänder verwenden und die Gummibänder einfach wieder um die Rolle kleben. Um die Rolle wickeln. So. Oben noch. Und nun muss das Ganze nur noch trocknen, dann ist es fertig.